DSDS Daniele rastet aus, dreckige W-Sternchen CH sehr, diese Sendung wird es danach nicht mehr geben. Woche für Woche denkt man, im neuen TVNOW-Format Couple Challenge kann das Niveau nicht noch tiefer sinken. Und dann kommt Daniele Negroni, 25, von Nico Zeisler, Winterberg. Was läuft bei manchen Menschen schief? Woche für Woche denkt man, im neuen TVNOW-Format Couple Challenge kann das Niveau nicht noch tiefer sinken. In Folge 6 beweist Daniele Negroni, 25, dass genau das aber sehr wohl möglich ist. Achtung, Spoiler, Punkt, nach Lisa Weinberger, 22, und Marcel Dehne, 26, mussten letzte Woche in Folge 5 auch Siria Campanozzi, 21, und David der Tollborn, 21 gehen, Tag 24 berichtete. Fünf Paare kämpfen somit weiter um den Titel Couple Challenge Part 2021. Alex Petrovic, 29, und Christina Dimitro, 28, sowie Daniele Negroni, 25, und Laura Steinert, 25, müssen zunächst die Tauchprüfung noch absolvieren. Weil Christina mehrfach aufgetaucht war und die ganze Gruppe insgesamt 3000 Euro verloren hat, fühlt sich die Temptation Island-Kandidatin einfach scheiße. Und ihr Freund macht ihr auch noch Feuer unter dem Hintern, nachdem sie ihn beschuldigt, dass er sie wegen ihrer Leistung schlecht dastehen lassen würde. Du bist einfach nicht normal in deinem Kopf, das ist dein Problem. Komm einfach klar auf dein Leben. Guck dich im Fernsehen an, dann wirst du sehen, was ich meine, wird Alex deutlich. Christina fühlt sich manchmal zu klein neben dem. Wenn dir meine Fresse nicht gefällt, warum bist du dann mit mir hier, Alter? Und auch bei den Schwestern gibt's Beef in der bunten Regenbogenwelt. Dominic Smith, 32, nervt, dass er und Martin Angelo, 27, wieder zu den schlechtesten in der Challenge gehört haben. Ich hab versucht, mein Bestes zu geben, ich bin total entspannt, lässt Martin verlauten. Doch der Prinz Charming zweitplatzierte Dominik kontert, wir haben die erste Challenge verkackt, wir haben die zweite verkackt, so entspannt können wir nicht sein, sorry. Tränenreiche Schmerzen bei Laura, Freund Daniele fordert aggressiv eine Schmerztablette. Und dann tun sich wieder menschliche Abgründe auf. Danieles Freundin Laura, 25, war bei der Tauchchallenge beim Sprung ins Wasser unglücklich aufgeklatscht und klagt jetzt über Schmerzen am rechten Ohr. Im Einzelinterview dreht der DSDS-Vize von 2012 komplett am Rad, ich gehe hier raus. Ich scheiß auf den Gewinn. Ich brauch eure Kohle nicht. Bringt mir eine Ibuprofen hier rein, und zwar schnell. Ihr habt 10 Minuten, sonst sitze ich wieder hier und dann ist hier alles kaputt. Als Sanitäter Laura raten, zum Arzt zu gehen, kann es Daniele nicht fassen. Und plötzlich sieht er doch das Geld, was ihm gerade noch egal war, schwinden. Es geht hier nicht um 5 Euro. Wir hätten das Ding gewinnen können. Doch Laura erinnert sich an ein Vorgespräch. Du hast zu mir gesagt, wir gehen hier rein wegen Spaß und mehr Erfahrung. Offenbar ja nicht. Die Tätowiererin entscheidet sich, ihrem Freund zuliebe das Projekt durchzuziehen. Kurz danach folgt aber die nächste Eskalation.
Couple Challenge, Daniele Negroni rastet wegen Disqualifizierung aus. Laura und Daniele werden aber bei einem anderen Spiel, zu Recht, disqualifiziert, weil der Sänger gegen eine Regel verstößt. Somit muss das Paar in die Exit Challenge, ihm droht das Couple Challenge aus. Das hinter der Kamera sind alles dreckige W-Sternchen CH sehr, hetzt der blondierte Deutsch-Italiener los. Was will ich mit solchen Missgeburten, die uns verarschen? Wehe, ich sehe einen von euch, der kriegt ne Backpfeife. Dreckige Hunde, Mann, ich will mit euch nichts mehr zu tun haben. Ich hab zu Hause zwei goldene Platten stehen und F-Sternchen Seeking-Shows gespielt, da saßen die zu Hause und haben unaniert. Bei der Nominierung seiner Exit-Challenge-Gegner tritt Daniele nach, was heute passiert ist, ist ein falsches Spiel der Produktion. Ich F-Sternchen CKE euer System, zusammen mit meinem Schatz. Und ich weiß, diese Sendung wird es danach nicht mehr geben. Anna Orlova, 29, die in den letzten Folgen wegen ihrer Wortwahl kritisiert wurde, kann es nicht glauben, sein Verhalten bewerten wir mit minus 10, ei, das geht gar nicht. Exit Challenge, Daniele und Laura gegen Melody und Xenia. Neben den disqualifizierten Daniele und Laura bekommen Xenia Prinzessin von Sachsen, 34, und Melody Hase, 26, die meisten Nominierungsstimmen und müssen auch in die Exit Challenge. Wer setzt sich durch und wer fliegt raus? Punkt. Die sechste Couple Challenge Folge seht ihr ab sofort exklusiv bei TVNOW.